Und herzlich willkommen zur neuen Aufnahme von Minecraft. Wir spielen heute mit doppelter Geschwindigkeit und zwar aus folgendem Grunde. Wir wollen nämlich mal endlich weiterkommen in der Diamantenhöhle. Und ja, hier ist alles nachsynchronisiert. Das bedeutet, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was wir hier gemacht haben und oder was. Also ich weiß schon, aber ich mache jetzt alles nicht gerade eben. So, da gehen wir schon mal rein in die Höhle. Es ist jetzt alles sehr, sehr schnell, ich weiß. Wir spielen jetzt auch auf der 146. Also nicht wundern, wenn die Items jetzt in 3D sind. So. Na, da gucken wir mal. Oh, ich höre einen Zombie. Na, hier ist er. So. Da ist ein Skelett. Naja. So, dann erstmal jetzt rein in die Truhe hier. Schweinefleisch mal nicht. Das nehme ich mal. Ja, Glas noch. Ja, ein bisschen sortieren noch jetzt. Es ist jetzt auch alles ohne Ton, habe ich schon gesagt, oder? So. Brauche ich natürlich Holz hier. Ach, Steine auch vergessen hier. Ich vergesse ja alles. Na gut. Mal erstmal was essen. Und dann Monster aus und los geht's. So, dann erstmal gucken hier, wo sind wir hier? Ich denke mal, wir gehen mal hier lang. Hier nochmal gucken. Nee, da ist nichts. So, haben wir hier noch was? Erstmal zumachen hier und da brauchen wir auch noch eine Schere, muss wieder zurückrennen. Oder ein Schwert. Ah nee, das mache ich mir jetzt nicht. Mal eine Schere. So. Und dann mal weg, du. Den Spawner nochmal weg, kriegt man wenigstens ein bisschen Erfahrung. Ach, und ich brauche Fackeln. Da muss ich erstmal Kohle mitnehmen. Zack. Hier ein bisschen weg. Naja, es dauert ein bisschen. Nicht so schlimm. So. Aber irgendwie fehlt mir der Ton schon. Muss ich ja mal sagen. Die hier auch noch. So, jetzt Fackeln, 16 erstmal müssen reichen. So. Na, mal sehen, wie es hier weitergeht. Hier ist eine Höhle, da ist Kohle. Erstmal hier rein. Bisschen Eisen mitnehmen. Und ich weiß, da oben ist Gold, aber das kann ich jetzt nicht mitnehmen, weil ich noch keine Eisenspitzhacke habe. Muss jetzt erstmal zurück und die craften. Ach ja, immer hier hin und her laufen, das ist ein bisschen blöd. So. Ich muss das Eisen auch erst braten, ich mache schon mal Stöcker jetzt. So, was machen wir in der Zeit? Ich denke mal, wir gehen raus. Gucken mal hier. Hier ist ja eigentlich nicht mehr viel. Hier haben wir eigentlich alles erkundet, ha? Ist hier noch was? Da ist noch was. Ja, eine Fackel und da auch noch. So, jetzt müsste eigentlich der Ofen langsam mal fertig sein, oder? Ja, ist fertig. So, schnell mal eine Eisenspitzhacke und schon können wir jetzt das Gold mitnehmen. Ach ja, wir runterfallen überall. Ah, zack, zack, zack. Ach, wieder zu weit gegangen. Na, das lohnt sich ja, wegen einem Goldblock. Naja. So, was hier noch? Ah, eine Wasserquelle. Hier ist nichts, doch Eisen. Und was haben wir da? Ach, da müssen wir jetzt runter. Ich mache erstmal Fackeln wieder. Obsidianbecken mehr nicht. Ach, und wieder das ewige Rumschwimmen hier. Das ist ja immer blöd. So, machen wir erstmal Cobblestone hin. So. Ah, jetzt haben wir wieder die Fackel weggemacht. Naja. Da oben ist auch noch unerkundet. Hier. Na, dann mache ich mal ein paar Fackeln hierher. Mal sehen, was rauskommt. So, hier ist noch Kies. Haben wir jetzt einen Kiesblock im Inventar. Das lohnt sich sehr. So, was haben wir hier?
Auf der anderen Seite, hier ist auch schon erkundet, wie man sieht. Ich muss mich auch jetzt sehr konzentrieren hier. Hier, der Minengang ist auch schon. Das machen wir auch nochmal weg hier. So. Es wird jetzt auch nur eine Folge so sein, oder wird man ja dumm, wenn man hier die ganze Zeit so... Na, nehmen wir noch ein bisschen Kies mit. So. Na, das noch. Gut. So, mal sehen, wo wir jetzt gang gehen. Ich denke mal hier. Das Lapis Lazuli nehmen wir natürlich mit. Oh, wieder ganz schön viel hier, ha? Huh? Nicht höre Lava. Oh. Naja. Gehen wir mal runter. Was haben wir hier? Riesige Lava-Höhle, Mensch. Erstmal eine Werkbank. Muss man wieder einen neuen Ofen machen. Ich weiß, wir haben schon 20, aber ist egal. Jetzt kommt diese olle Meldung da. Ich weiß, das war jetzt im Bild, aber ist egal. So, mal schnell einen Eimer. Und jetzt müssen wir mal eine Wasserquelle suchen. Ich habe hier keine. Müssen wir die von vorhin nehmen. Müssen wir wieder hoch. Naja, komm. Das werden wir schon schaffen. Hier durch. Oder? Gehen wir hier durch. Ja. Wo war die jetzt, die Wasserquelle? Ach ja, hier war's. Gut, dann mal so. Na, da graben wir uns noch bis dahin. Und dann geht's wieder runter. Und erstmal das hier weg. Obsidian gießen kennen wir ja schon. Oh, naja. Ach ja, 11 Eisenbahnen sind fertig. Ich komme manchmal nicht so hinterher mit dem Sprechen jetzt, ja. Merkt man vielleicht, naja. Nicht so schlimm. Gut, da haben wir Gold. Sind, glaube ich, auch wieder einige Erze. Sind ja hier schon auf Lava-Niveau. Wie man ja hoffentlich sieht. So, hier Fackeln bringe ich dann noch an. Das muss ich mal wechseln zwischen Eimer und Fackel. Das ist immer nicht so doll. So, hier, da. Da noch was. Und dann mal hier durchgucken. Oh, naja. So, da will ich jetzt noch nicht hin. Das machen wir gleich. Jetzt erstmal hier das Gold. So. Ah, das Lava. Scheiße. Muss man zubauen. So, und hier auch noch was drüber. Gut, dann schwimmen wir mal wieder hier hin. Einmal drauf und dann fertig. Ich meine, Cobblestone. So, wo kommen wir hin? Nirgendwo. Nur Eisen finden wir. Ist ja immer gut. So, dann wieder zurück. Ein bisschen Kohle mitnehmen. Kriegt man wieder Erfahrung. Jetzt sind wir schon Level 44. Und hier noch. Damit wir was von haben. Hier den Redstone noch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das viel mehr geworden ist. Auch seit Beta 1.2 mit dem Lapis Lazuli. Das war damals wirklich noch nicht so viel. Und heute, das Lapis Lazuli, was man da findet, ist wirklich so viel. Naja. Und auch Redstone, da fällt es mir auch auf. Und ich weiß gar nicht, warum ich immer Redstone sah oder sowas. Eigentlich heißt der Redstone. Und jetzt nehmen wir mal hier die ganze Kohle mit, die wir kriegen können. Das noch und das noch. Na, und da noch. So, da hinten kommt schon wieder unser Licht. Alles einsammeln. So, und die Kohle noch. Naja, wir brauchen Kohle, Leute, ich weiß. Ist ja sehr, sehr wichtig. Auch wenn wir unser Essen braten, ich kann ja nicht immer das mit Holzkohle machen. Das war ja eigentlich nur von Anfang so. So, nehmen wir nochmal die Werkbanken und den Ofen mit. Ich weiß zwar auch nicht wofür, wir brauchen es sowieso nicht. Aber naja. So, dann mal gucken.
Hier ist nichts mehr, da geht's wieder runter, zurück. Hier nochmal ein paar Fackeln hin. So, wo waren das jetzt? Wo sind wir jetzt? Ach, hier. Gut. Müssen wir jetzt erstmal unsere Basis wiederfinden, aber erstmal die Kohle mitnehmen. Wie gesagt, wir brauchen die. Ach, Mensch. Mal durch die Fäden hier. Ach ja, hier waren wir ja schon. Das ist das jetzt. Na, dann wieder hoch und zurück. Da. Hier ist auch nicht mehr. Dann mal dort. Ah, was denn hier noch Schönes? Lapis Lazuli mal wieder. Wieder 5 Stück. Da ist Rotstein. Den nehmen wir erstmal nicht mit. Wir machen erstmal hier die Lava weg. Eine Fackel wieder. Oh, ganz schön viel Gold hier. Die Werte, naja. Da hinten noch was. So, dann erstmal das Eisen hier mit. Und natürlich hier das Gold. 2 Stück sind es nur, aber hier sind es mehr. So. Und das Eisen. Muss man erstmal die Lava jetzt wegmachen. Und das Eisen mitnehmen, wie immer. Na, Lava, geh weg, komm. Bauen wir sie eben zu. So, da noch eine Fackel hin. Da oben noch. Soll ja auch mal schön hell sein, die Decke. Muss ja nicht immer so dunkel sein da oben. So, hier ist nichts mehr. Dann mal das noch. Wie viel da schon wieder ist. Muss mich hochbauen. So. Na, oben habe ich ja noch was gesehen. Gehen wir nochmal hin hier. Na, siehst du, wieder 8 Stück. Mensch. Hätten wir jetzt nicht gesehen, wenn ich nie nochmal durchgeguckt hätte. Na, und jetzt den Rotstein mitnehmen noch. Bisschen vorsichtig sein wegen Lava. Oh, es ist nicht passiert jetzt. So, was ist hier noch? Ja, ganz schön viel hier. Oh, schon wieder so ein Basisraum. Ist nicht so doll. Nehmen wir nochmal das Gold mit. Aber ich denke mal, hier will ich jetzt nicht ewig noch erkunden. Hier ist ja wirklich ganz schön viel wieder. Und dann sage ich mal, wir machen hier eine neue Basis in diesem Basisraum. Bisschen Gold mitnehmen, das ist gerade eine Fledermaus verbrannt. So, mach mal hier eine neue Basis und ich baue mich mal schnell hoch. Da können wir dann bei der nächsten coolen Exkursion, also von hier, starten. Ja, die Werte lasse ich jetzt einmal an. Und wir sind natürlich unterm Fluss, wie man sieht. Bei Biom, da sieht ja jeder hoffentlich. So, und jetzt mal hier hochbauen, ist wieder nicht so spannend, ich weiß. So. So, mal das wechseln, ich weiß, das ist immer nicht so blöd, nicht so toll. Gut, hier ist schon wieder Dreck. Ach, jetzt kommt der Fluss. So, Wasserblasen, naja. Haben wir doch noch geschafft. So, hier mache ich nochmal eine Markierung hin, eine kleine. Oh, jetzt habe ich das Inventar geöffnet, bin ich verrutscht. So. Dann müssen wir erstmal gucken, wo sind wir jetzt eigentlich. Hier den auch noch zu und, naja, lassen wir das mal. Hier ist ein Dschungel, da ist was. Ach ja, ich habe gerade den Baum gesehen, jetzt. Und da ist unser Haus. Gut. Da haben wir es ja jetzt eigentlich geschafft, das erste in der Diamantenhöhle haben wir es ab. Geleuchtet jetzt endlich. Die nächste Höhlenexkursion werden wir dann von unserer neuen Basis machen. Das ist dann so eine Zweigstelle von der Diamantenhöhle und ich mache jetzt nochmal Zuckerrohr, weil ich gerade in diesem Fehler dieser Zaubertisch gesehen habe. Oder diesen, der mich daran erinnert, dass ich das Zuckerrohr mal wieder ernten muss. Für die Bücherregale. So, und wie gesagt, nächste Höhlenexkursion von der Basis von der neuen. Und ach ja, wir haben ja jetzt noch die Sachen in der alten Basis. Na, die hole ich dann demnächst mal, mache ich vielleicht mal offscreen oder wir machen es dann wirklich in der nächsten Aufnahme.
Und die nächste Höhenexplosion eben von der Basis jetzt zum dritten Mal. Und irgendwann machen wir vielleicht auch nochmal die anderen Höhen hier in der Gegend. Und dann sage ich mal gleich tschüss. Und nächstes Mal dann wieder in normaler Framerate und tschüss. Na, guckt er mich an. Naja, tschüss.